Ganz herzlich willkommen bei Transfermarkt TV am heutigen Dienstag. Wir sprechen heute unter anderem über den FC Bayern und die Stürmersuche. Das ist ja die Priorität Nummer 1. Und es gibt einen neuen Kandidaten. Dusan Vlahovic von Juventus Turin könnte der neue Neuner werden. Dazu später mehr, genauso wie zum Thema Neymar. Da soll Manchester United interessiert sein, den Brasilianer vom PSG zu verpflichten. Wir starten aber erst einmal rein in unsere Sendung mit den fixen Deals. Und da haben wir heute 4 Stück an der Zahl. 4-mal ist die Tinte trocken. Und wir beginnen beim SV Werder Bremen. Da hat man ganz offiziell, unabhängig von der Zukunft des Duos Füllkrug-Duksch, einen neuen Stürmer verpflichtet. David Kownacki kommt aus Düsseldorf. Der 26-jährige Offensivmann ist ablösefrei zu haben im Sommer. Da hat das Team von der Weser zugeschlagen. Der Marktwert 3 Millionen Euro für Düsseldorf in Liga 2. Da konnte Kownacki in der gerade noch laufenden Saison 12 Tore erzielen. Wir hatten es schon vermutet, jetzt ist auch dieser Deal fix. Hauke Wahl hat beim FC St. Pauli unterschrieben. Der 29-jährige Innenverteidiger bleibt im Norden, denn er kommt ja aus Kiel, wo er 5 Jahre unter Vertrag stand, war dort ja auch Kapitän. Beim FC St. Pauli hat er bis 2026 unterschrieben. Wichtig für Hertha BSC, Estudiantes hat die Kaufoption für Santiago Ascasiba gezogen. Der 26-jährige Mittelfeldspieler war ja bereits nach Argentinien verliehen worden. Nun ist er also Finalgeschichte. Das ist vor allen Dingen aufgrund des Gehaltsetats, der ja nach dem feststehenden Abstieg minimiert werden muss, sehr, sehr entscheidend. Dazu fließen wohl rund 3 Millionen Euro Ablösesumme in die deutsche Hauptstadt. Und eine große Chance gibt es für einen Verteidiger aus der Regionalliga. Laurin Kurda ist gerade mal 21 Jahre jung, spielte zuletzt bei der TSG Balingen in der Regionalliga Südwest und nun wechselt er zum SC Paderborn. Er kann sowohl in der Innenverteidigung als auch über die Außenbahn verteidigen. Und dann machen wir auch schon weiter mit unserer heutigen Gerüchteküche und da ist wirklich der ein oder andere große Name drin. Deswegen starten wir doch auch direkt mal rein mit einem prominenten Mittelfeldmann aus der Premier League. Ein deutscher Nationalspieler, Ilkay Gündoğan, dessen Vertrag läuft ja aus bei Manchester City. Meistertitel hat er schon sicher, vielleicht wird die Saison ja auch noch durch den Henkelpott gekrönt. The Athletic berichtet nun, dass auch der FC Arsenal in einer Verpflichtung interessiert sein soll. City möchte ja verlängern, so hört man. Der FC Barcelona soll am 32 Jahre alten Kapitän auch dran sein. Aber beim FC Arsenal, da ist ja Mikel Arteta der Coach und den kennt man noch aus gemeinsamen Zeiten bei Manchester City. War ja lange Zeit der Co-Trainer von Pep Guardiola. Vielleicht könnte das auch ein Zünglein an der Waage sein, weshalb Gündoğan innerhalb der Premier League wechselt. Bei Arsenal, da benötigt man wohl einen Nachfolger für Granit Xhaka, der steht ja vor einem Wechsel zu Bayer Leverkusen. Und wir bleiben thematisch in der Premier League und sprechen über Julian Nagelsmann. Laut der Times gibt es doch wieder Kontakt zwischen dem Ex-Bayern-Coach und Tottenham Hotspur. Es gibt wohl nur noch einen Haken an der Sache, und zwar die Sportdirektor-Position bei den Spurs. Wie wird die in Zukunft besetzt? Das will Nagelsmann wohl auf jeden Fall erst einmal abwarten, bevor er sich auch in irgendeine Richtung bewegt. Ja, und da gibt es auch einen weiteren Namen aus der Bundesliga, der eine Rolle spielt. Markus Krösche wird gehandelt. Nagelsmann und Krösche kennen sich. Vielleicht wäre das genau die richtige Kombi, damit der vor kurzem bei Bayern entlassene Übungsleiter in London unterschreibt. Und auch bei Nagelsmanns Ex-Club haben wir ein spannendes Gerücht. Wichtigste Position? Die 9. Der Mittelstürmer wird gesucht, der endlich die Lücke des Robert Lewandowski füllt. Randall Kolo Muani ist ein großes Thema, aber auch er hier könnte im Sommer
ein Kandidat sein. Dusan Vlahovic von Juventus Turin war in der Vergangenheit schon immer wieder bei den Bayern auf dem Zettel. Nun berichtet der italienische Transferexperte Fabrizio Romano, dass der serbische Stürmer erneut ein Thema beim deutschen Rekordmeister wird. Demnach haben aber auch Manchester United und der FC Chelsea den Angreifer auf dem Zettel. Ein wichtiger Faktor könnte sein, dass Juve ja die Champions League zu verpassen droht. Das heißt, ein Abgang Vlahovics ist schon mal gar nicht so unwahrscheinlich. Aber die Bewertung des Ganzen geht bei uns trotzdem in die Mitte, und zwar, weil es einfach mehrere Kandidaten gibt und man bei Bayern zuletzt ja doch eher die Signale pro Kolo Muani herauslesen konnte. Also die Zukunft auf der Neuner-Position, die ist relativ offen, auch wenn man den Stürmer Vlahovic wohl schon seit Jahren auf dem Zettel hat. Und eure Meinung ist uns natürlich auch ganz besonders wichtig. Würde Vlahovic zu den Bayern passen und wie realistisch ist das Ganze? Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare unter dieses Video. Und wir machen direkt weiter mit einem weiteren Mittelstürmer. Er zählt zu den wertvollsten 10 Mittelstürmern in Deutschland, spielt aber aktuell nicht in der Bundesliga. Das könnte sich bald wieder ändern. Kevin Volland hat bereits Signale gesendet, dass er sich eine Rückkehr ins deutsche Oberhaus durchaus vorstellen könnte. Und was gäbe es da für einen besseren Verein als den VfL Wolfsburg, wo sein alter Trainer Niko Kovac im Amt ist? Der holte ihn ja auch einst nach Monaco, wo Volland immer noch übrigens bis 2024 unter Vertrag steht. Die Braunschweiger Zeitung berichtet nun, dass der Stürmer in den Fokus gerückt ist, der Niedersachsen. Allerdings gibt es da noch keine Wasserstandsmeldung, auch nicht was eine mögliche Ablösesumme angeht. Damit steht und fällt das Ganze. Und natürlich auch mit dem Abschneiden der Wolfsburger. Also erreicht man die Europa League oder nicht? Das heißt, das wird man wohl noch abwarten müssen. Von der Bild kommt dieses Gerücht. Und zwar hat Hannover 96 offenbar Interesse bei RB Leipzig hinterlegt, was Marcel Halstenberg angeht. Der Hintergrund: Halstenberg plant wohl früher oder später zurück nach Hannover zu gehen mit seiner Familie. Das ist das langfristige Ziel, das weiß man auch bei 96. 4 Millionen Euro ist aber noch sein Marktwert. Eine Ablösesumme im realistischen Bereich müsste dann noch gefunden werden, aber das Ganze scheint nicht ganz unrealistisch zu sein. Dass dieser Wechsel irgendwann zustande kommt, gilt als wahrscheinlich. Ob es jetzt schon im Sommer eine Einigung geben wird, die für alle machbar ist, das muss man wohl noch abwarten. Der Topscorer von Bayern 2, Grant Leon Ranos, 19 Jahre jung, hat nur noch Vertrag bis zum Sommer und offensichtlich Bundesliga-Interesse geweckt. Denn es gibt gleich verschiedene Meldungen von der Rheinischen Post und von Sky, wonach der Wechsel zu Borussia Mönchengladbach eigentlich nur noch Formsache sein soll. Einigung sei bereits erzielt worden, ein Vertrag bis 2027 soll auf dem Tisch liegen und man müsse nur noch unterschreiben. Schauen wir nochmal auf Ranos Leistungsdaten. 325.000 Euro der aktuelle Marktwert und unten natürlich besonders wichtig, 37 Pflichtspiele, 21 Tore und 13 Assists. Das ist eine gute Visitenkarte und in Gladbach, da möchte man sich ja sowieso neu, jünger und auch breiter aufstellen, würde also passen. Wir kommen zu Neymar. L'Equipe berichtet, dass Manchester United ein ernstzunehmender Kandidat sei, um den Brasilianer im Sommer zu übernehmen. Denn bei PSG, da hat man wohl langsam den Glauben verloren an den eigentlichen Superstar, der ja aber sehr, sehr oft verletzt ist. Kleines Problem, der Vertrag von Neymar läuft noch bis 2025 mit fürstlichem Gehalt. Er verdient angeblich genau doppelt so viel wie David De Gea, der Topverdiener bei Manchester United. Deswegen werden aktuell verschiedene Modelle genannt, zum Beispiel eine Leihe ohne Ablösesumme, bei der aber United das komplette Gehalt übernimmt. United wird ja neben Newcastle und Chelsea als möglicher Abnehmer genannt, auch weil das wahrscheinlich so ziemlich die einzigen Clubs sind, die sich Neymar überhaupt leisten können. Es stehen die Zeichen auf Abschied
Es muss aber auf jeden Fall finanziell noch einiges geklärt werden rund um die Zukunft von Neymar. Ja, und die Zukunft von Meistercoach Luciano Spalletti sieht so aus, dass er sich wohl von Napoli trennen wird in der Serie A. Das Ganze soll Ergebnis eines Abendessens mit dem Napoli-Präsidenten gewesen sein und das in Zeiten des größten Triumphs. 33 Jahre Wartezeit bis zum italienischen Meistertitel und dann geht der 64-jährige Erfolgscoach. Nur ein Trainer hatte überhaupt in diesem Jahrtausend einen besseren Punkteschnitt bei Neapel, nämlich Maurizio Sarri. Und die ganze Geschichte sorgt dann durchaus für Kopfschütteln, aber es soll wohl unüberbrückbare Differenzen zwischen der Vereinsführung und Spalletti geben. So, und wir machen nahtlos weiter mit einem kleinen Marktwert-Update. Wir bei Transfermarkt haben uns Griechenland einmal genauer vorgenommen und dort neue Marktwerte verhängt. Und wir schauen jetzt mal auf alte Bekannte aus der Bundesliga, die einen neuen Marktwert erhalten haben. Wir beginnen mit wahrscheinlich dem namhaftesten Spieler in der Super League, und zwar der Ex-Bayer James Rodriguez. Der hat den Club Olympiakos Piräus ja bereits im April, 10 Wochen vor Ende seines Vertrags, verlassen. In 23 Pflichtspielen, 5 Tore und 6 Vorlagen. Seine größte Zeit ist aber vorbei, die Zukunft offen. Deswegen verliert James 3 Millionen an Marktwert, ist jetzt 6 Millionen wert. Das ist übrigens das größte Minus in unserem Griechenland-Marktwert-Update. Ein ebenso großes Minus, absolut, von 3 Millionen hat Diadier Samaseku. Leihgabe der TSG Hoffenheim, stand in der Liga nur 4-mal in der Startelf. Der 27-jährige Mittelfeldspieler hat auch nur 4-mal über 90 Minuten überhaupt gespielt. Da war es nicht passend, einen 10 Millionen Marktwert stehen zu lassen. Deswegen wurde Samaseku abgewertet. Rauf geht es dafür für Mijat Gacinovic, der einen großen Anteil hat am ersten Meistertitel seit 2018 für AEK Athen. Die Leistungsdaten können sich sehen lassen. 14 Torbeteiligung, deswegen 500.000 hoch für den Ex-Hoffenheimer und Frankfurter. Ja, und das komplette Marktwert-Update könnt ihr natürlich auf transfermarkt.de einmal durchklicken. Und wir machen weiter mit unserer Statistik des Tages. Ein Spieltag vor Schluss wollen wir uns mal die Dauerbrenner der Bundesliga-Saison anschauen. Und zwar gucken wir dabei auf die Feldspieler mit den meisten Minuten, beziehungsweise die mit den am wenigsten verpassten. Wir zeigen euch die Top 5 und beginnen da in Stuttgart. Waldemar Anton, 2851 Minuten in 33 Partien für den Verteidiger des VfB. Bei Luka Tuzar hat es alles nichts helfen wollen. 2858 Minuten für ihn, trotzdem steigt die Hertha ja ab. Willi Orban hat nur 109 Minuten verpasst. Und Mickey van de Veen sogar nur 90, und die verpasste er zwangsweise, weil er gelb gesperrt war am 30. Spieltag gegen Mainz. Und Matthias Ginter, der Heimkehrer nach Freiburg, der einzige Feldspieler mit weißer Weste. 2970 Minuten in 33 Spielen. Alle Mathe-Genies unter uns wissen, er hat immer durchgespielt, hat noch nicht eine Minute in dieser Bundesliga-Saison verpasst. Und das dürfte dann ja am kommenden Spieltag wohl auch so bleiben. Übrigens, es gibt auch noch ein paar Torhüter, die jede Minute auf dem Platz standen. Castells, Flecken, Schwebe, Christensen, Baumann und Riemann sind die Keeper, die ebenfalls jedes Spiel über 90 Minuten absolvierten. Und zum Schluss kommen wir zu wichtigen Newsmeldungen aus der Welt des Fußballs. Zuerst schauen wir in die Serie A zu Juventus, ein ewiges Auf und Ab. Erst wurde ja der 15-Punkte-Abzug revidiert, jetzt aber gibt es einen neuen Abzug von 10 Punkten, der auch fix sein soll. Das Ganze wurde final bekannt gegeben, als Juve auch sich gerade gegen Empoli mit 1:4 blamiert hat. Das heißt, bei der alten Dame sieht es aktuell so aus, als ob man die Champions League in dieser Saison verspielt. In finanziell schwierigen Zeiten dürfte das ein weiterer Nackenschlag für Juve sein.
Das 1:1 von Werder im Heimspiel gegen Köln war gleichbedeutend mit dem rechnerischen Klassenerhalt. Und das wiederum war gleichbedeutend damit, dass sich der Vertrag von Ole Werner automatisch per Klausel um ein Jahr verlängert hat. Der Coach forderte nun, dass er auf jeden Fall frisches Blut im Kader brauche. Also möchte er wohl den ein oder anderen Transfer tätigen. Wir bei Transfermarkt TV werden es natürlich im Sommer ganz genau beobachten. Karim Onisivo ist eine feste Größe im Offensivspiel von Mainz 05, spielt ja auch eine starke Saison. Nun gab es für den 31-jährigen Angreifer die vorzeitige Belohnung. Und zwar wurde sein Vertrag jetzt schon verlängert bis 2026. Das heißt, bei Vertragsende ist er genau 10 Jahre in Mainz. Und auch Lukas Podolski kann es nicht lassen. Er verschwendet keine Gedanken ans Karriereende. Und das mit 37 Jahren bei Górnik Zabrze, seinem Verein in Polen. Und unterschrieb er einen neuen Vertrag. Und das auch nicht bis 2024, sondern gleich mal bis 2025. Der Mann liebt den Fußball auf jeden Fall. Damit sind wir am Ende angelangt von der aktuellen Ausgabe von Transfermarkt TV. Schreibt eure Meinung, eure Fragen und eure Anregungen sehr gerne in die Kommentare unter dieses Video. Und dann haben wir hier natürlich noch weitere Videoempfehlungen für euch. Da könnt ihr euch einmal gerne durch unseren ganzen YouTube-Channel klicken. Und wir sehen uns dann schon, wenn ihr mögt, ganz bald hier wieder. Bis dahin, macht es gut und tschüss.